und willkommen zu einer neuen Episode Castle Crush mit mir, dem Fred. Und wir haben heute geile Neuigkeiten, die ich euch präsentieren kann. Es gibt nämlich einige Neuigkeiten, die wir jetzt auf jeden Fall uns mal angucken wollen und auch vor allem sollen. Denn Punkt Nummer 1 auf meiner Agenda heute ist der entfesselte Demon. Da wird es auf jeden Fall eine Änderung geben. Das ist schon mal nicht schlecht. Viele Leute hatten sich ja beschwert. Das Castle Crush Wiki, auf das ich euch mal gerne verweisen darf. Die machen wirklich einen guten Job. Ich verlinke sie euch mal unter dem Video. Hat nochmal so eine Umfrage gestartet. Wie seid ihr denn damit zufrieden mit dem Spiel und so weiter? Da haben auch viele Leute gesagt, der Demon ist aktuell sehr, sehr OP und deswegen ist es nicht gut, wie er aktuell zu spielen ist. Viele Leute spielen ihn einfach nur mit dem Metamorph und so weiter, mit Riesenwachstum und hauen dich dann einfach kaputt damit. Und deswegen haben sie gesagt, jetzt ist es mal Zeit, da ein bisschen Rebalancing zu machen. Und das haben sie jetzt, oder beziehungsweise haben sie jetzt gerade in der Mache. Es ist ja so, viele Spieler konnten dann ganz schnell hintereinander zwei Stück setzen zu den Kosten von 6 Mana. Anstelle, wo es eigentlich 9 wären, dann bevor er quasi seine Fähigkeit benutzt und die anderen Karten dann teurer macht. Deswegen hast du dann nur 6 Mana anstatt von 9. War jetzt dann für den Gegner nicht ganz so schnieke, muss man ja sagen. Und ja, deswegen wollen sie da auf jeden Fall was machen. Das wird in den nächsten Tagen kommen, das Update. Und ich freue mich drauf. Endlich ist er wieder spielbar. endlich wurde der entfesselte Demon mal ein bisschen in die Schranken gewiesen. Finde ich auf jeden Fall ganz gut. Das war auf jeden Fall schon mal Punkt Nummer 1. Es kommt aber noch besser. Es kommt noch besser, Leute. Also, Punkt Nummer 2. Der Krieger wird angepasst. Wir sehen jetzt auf diesem Bild einmal den Krieger in der alten Form und dann in der neuen Form. Ich finde, er geht jetzt dann so ein bisschen mehr eigentlich so Richtung, ich würde fast schon sagen, so ein bisschen Richtung Wikinger. Obwohl eigentlich der Hut, wobei ja eigentlich der Helm jetzt dann weg ist. Also sie nehmen den Helm weg. Vorher war es ja dieser Helm mit den zwei Hörnern. Jetzt wird er ein bisschen vom Gesicht her, muss man sagen, so ein bisschen wütender auf jeden Fall. Seine strahlend weißen Zähne sieht man jetzt ein bisschen besser. Die Haare werden ein bisschen dunkler. Ja, er hat ein Zöpfchen gekriegt hinten. Muss ich schon sagen, sie gehen jetzt mehr so in diese Richtung von der Grafik. Finde ich, ist auch okay. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Das ist gut. Sie haben geschrieben, we also changed the art of style of the warrior and triplets cards. Das, also um die Drillinge. Das ist cool. Also die Drillinge werden verändert, der Krieger wird verändert. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auf jeden Fall entwickeln wird. Und die ganz große Neuigkeit, Es soll ein neuer Game Mode kommen. Da steht aber, in dem Text, den ich bekommen habe, very cool updates for the month to come. Also in den nächsten Monaten dann eher ein neuer Game Mode. Er schreibt dann maybe, aber wir wissen beide, was das, wir wissen alle, was das heißt. Es könnte ein neuer, es wird definitiv ein neuer Game Mode kommen. Ich denke mal, es wird dann wahrscheinlich auch ziemlich viel Arbeit sein, da dran, zu entwickeln. Also das zu entwickeln wird wahrscheinlich viel, viel Arbeit sein. Wir müssen auf jeden Fall auf dem Laufenden bleiben, was da auch so kommen wird. Ich bin mal sehr gespannt. Also wenn ihr mich mal nach meiner Meinung fragt, im Grunde genommen bieten sich da ja nur zwei Arten an. Wir kennen das von Clash Royale. Auf der einen Seite hast du das 2 gegen 2 und auf der anderen Seite hast du die Turniere. Dann ist natürlich die Frage, ich habe das ja in das Thumbnail gepackt und hatte das auch schon mal in einem Video erwähnt. 2 gegen 2, wie sieht das aus? Wie könnte hier 2 gegen 2 aussehen? Ich würde das dann eher vorschlagen mit 4 Bahnen. Wobei, bei Clash Royale haben sie ja die Anzahl der Bahnen auch nicht verändert. Das bedeutet, ja, sie haben das reingemacht, aber die Anzahl ist, sie haben nur einen zweiten Turm dazu genommen in der Mitte, aber die Anzahl an Bahnen ist ja gleich geblieben. Deswegen würde ich dann eher sagen, in diesem Fall würde man vielleicht sagen, keine Ahnung, man macht auch vielleicht, man erhöht die Trefferpunkte der Burg. Man macht auch, dass man das so setzen kann, wie man es bei Clash Royale gewohnt ist. Keine Ahnung, man macht vielleicht leichte Anpassungen am Spielfeld. Ich weiß nicht. Ich bin nicht der Entwickler. Ich habe da keine Ahnung, wie man das umsetzen oder wie man das am geschicktesten umsetzen könnte. Sie werden es ja, falls es denn mal in der Planung ist, werden sie es ja intern alles mal durchtesten und so weiter. Aber wie gesagt, ich habe da keine Ahnung. Punkt Nummer 2 wäre natürlich eigentlich leichter umzusetzen. Das sind Turniere. Da bin ich mal gespannt, ob das kommen wird. Vielleicht machen sie auch sowas wie Challenges, wie bei Clash Royale. Ich bin mal gespannt. Es muss ja nicht unbedingt alles so sein wie bei Clash Royale, dass man dann sagt, weiß ich nicht, wir haben jetzt hier die Challenges oder so, aber sie sieht dann irgendwie komplett anders aus als bei Clash Royale. Oder wir haben vielleicht Turniere, die mir bei Clash Royale eigentlich gar nicht gut gefallen, so wie sie aufgebaut sind. Vielleicht wird da auch hier was ganz Neues kommen. Ey, das ist interessante Zeiten, die jetzt auf uns zukommen. Auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt. Sie haben ja auf die Community gehört. Die Community hat gesagt, der entfesselte Demon ist aktuell nicht gut, nicht ausbalanciert. Sie haben gesagt, okay, wir ändern das. Auf jeden Fall schon mal GG dafür. Wir gucken jetzt noch auf mein Spielchen gegen den Brownie. Wollen gleich auf jeden Fall noch ein Spielchen machen.
Damit wir ein bisschen vorankommen wieder. Ich bin ja so weit abgerutscht mittlerweile. Müssen wir wieder ein bisschen vorankommen. Hab allerdings auch, muss ich sagen, mit diesem Account kaum gespielt. Und ja, die nächsten Tage kommt ja dann das Update mit dem verbesserten, mit dem neuen, mit dem entfesselten Demon 2.0, so will ich ihn mal nennen. Und dann werden wir mal sehen, was wird passieren. Ist er dann wieder spielbar oder ist er nicht spielbar? Das wird die große Frage sein. Ja, ich denke mal schon. Und jetzt gehen wir rein in das Spiel gegen den Kaio Korea. YYZ Family. So. Mal gucken. Das ist ein Deck. Natürlich Level 3 Drache. Den versuche ich natürlich dann öfters mal zu spielen. Wenn ich ihn allerdings mit Mana Ritual mache, ist es nur Level 2. Ist allerdings immer noch ganz gut. So. Ah, er freest mich. Jetzt muss ich mal gucken. Ist der Engel in der Lage? Ist der Engel in der Lage, sich darum zu kümmern? Oh, hat er natürlich geschickt gemacht. Na gut. Wir können jetzt nochmal den extra Kristall setzen. Ich hätte eigentlich auch den Drachen erst wegwerfen können. Weil es doch schon ziemlich viel Zeugs da ist. Was ich noch, ja, ziemlich viel Mana, was mir eigentlich noch fehlt. Mit Mana-Ritual sind es ja immer noch 9 Kosten, die ich da brauche. Ja, erstmal die Pfeile drauf. Das ist wieder das Problem. Ich kann gerade nichts machen. Wir können gleich, okay, wobei wir können gleich warten, bis wir den Ritter haben. Wir müssen tatsächlich warten, bis wir den dunklen Ritter haben. Ich bin mal gespannt, komm. Gib mir den dunklen Ritter, Mami. Oh, man hat den Pirat gesetzt. Ich bin auch mal echt gespannt, wie dann die... Da sehen wir übrigens den Krieger. Der wird ja dann... guckt ihn euch noch ein letztes Mal an. Er wird ja dann upgegradet. Oder beziehungsweise verändert. Upgrade ist es ja nicht. Es ist ja einfach nur eine Veränderung dann vom Aussehen. Und jetzt können wir endlich Mana-Ritual spielen und können endlich unseren Drachen in Stellung bringen. Es wird auch Zeit. Es wird auch wirklich Zeit, denn es ist jetzt... Es ist wirklich kurz vor knapp jetzt. Es ist kurz vor knapp. Hey, ich habe noch so viele Blitze übrig. Was soll ich damit machen? Wir müssen jetzt einfach mal... Ja, wobei, Freeze ist besser. Ah, ich habe noch einen Drachen. Schnell dahin. Auch wenn die jetzt müssen weggehen. Dadurch hat der Magier gar nicht schießen können. Jetzt muss ich tatsächlich den Blitz mal draufdreschen. Und dann nehmen wir den Freeze. Ich muss doch eigentlich mal einmal freezeln. Es ist echt... Oh, er hat mich auch gefreezelt. Nein. Der Drache geht tot. Ich konnte den Krieger leider nicht mehr zerstören. So, die Dinger erstmal weg. Jetzt habe ich zum Glück noch ein einziges Mal die Pfeile noch. Aber wir müssen warten, bis der Magier im Bereich ist. Ja, es wird knapp. Es wird ein knappes Match werden. Oh. So, du dahin. Oh nein, er hat schon wieder den Magier gesetzt. Jetzt wird es natürlich mega knapp. Ich kann den zwar wegmachen, aber das Ei ist tot. Ich kann mal... Nicht ein einziges Mal bin ich mit dem Ei durchgekommen hier. Was habe ich denn überhaupt für ein Level da? Ah, er ist ein solider dunkler Ritter. Den könnte ich aber auch noch hochziehen. So, komm. Oh, wir haben gewonnen. Ja, sehr schön. Wir haben gewonnen. Das war das Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schreibt mir mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare zu dem Update. Und bleibt auf jeden Fall dabei für weitere Castle Crush Videos hier auf diesem Kanal. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Bis später. Macht's gut. Tschüss.